Hilfe! So. Schau, Frau. Hauptsache! Oh, Stoppschild! Nimm einfach die andere Seite, da ist kein Stoppschild. Du hast da so ein nerviges Auto hinter dir. Maris, mein Freund, ich komme! Ey, nein. Ey, wow, ist der Traktor-Kerl behindert! Das ist nicht wahr. Traktor müde, Traktor muss schlafen. Ja, echt krass. Herzlich willkommen zum Let's Test. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm, was ist ein Let's Test? Ihr schickt uns eure Maps zu und wir bewerten die dann. Lol. Alles klar. Entschuldigung, das ging mir gerade eben nicht aus dem Kopf. Sehr schön. Loser, Fieldmaster, Troll von XRA, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Auf No-Named User stand da. Ja, das ist aber XRA aus unseren Streams. Ja, ist er das? Nein, nur das ein ist, großer Träumer, Nico. Doch ich weiß, es kommt der Tag. Genau, das ist Nico Spiegel. Irgendwann. Das ist Nico Spiegel, No-Named meine User. Träume, da. Hallo dir, Jan Philipp Feller. Hallo, Max. Profi. Merkst du was? No-Named User ist Nico Spiegel. Ah, Nico Spiegel, Entschuldigung. Ja. Geronimo. Also ich spiel mal Dart und dreh mich im Kreis. Dart? Okay. Beyblade! Seit wann dreht man mein Dart dreht sich im Kreis. Okay, merke, niemals Dart Profi. Anime spielen. Es könnte sein, dass man hinterher einen Pfeil im Kopf hat. Da liegt einer auf dem Kommis? Nein, aber im Knie. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich würde sagen, Andrew hat schon einen im Knie bekommen von mir. Ja, moin. Okay, war die Aussage ja schon mal korrekt. Wir haben für einen Zirkusauftritt geübt. Kuka. Oh, Stopp, da gehst du die Coca rüber. Hauptsache, ich komm den scheiß Hügel hier nicht hoch. Ja, ich hab's geschafft, Nico. LOL! Copy? Oh, fast perfekt. Knack, knack. LOL, Hauptsache, da kommt hier diese kleine. Ah ja, bevor wir das noch anmerken, Freunde. In dem App-Stand, man sollte Raketen benutzen und GTA-Modus. Ich konnte keinen GTA-Modus auswählen. Schau, was war das, Nico? Ja. Troll Nummer 1, er glänzt auf jeden mit Fall. Mit dem Fieldmaster den Looping da fahren? Ist machbar. Booyah! Ich glaube, du fährst nochmal zurück den Punkt holen. Oh ja, sehr gut. Ah, mit Tweets, ja. Ja, easy. Yeah! Mit dem Traktor durch Looping, Freunde. Traktor curven? Ja, man kann mit dem Traktor curven. Wow. Knack, knack. Oh nein! Ich habe Traktorschubsen gespielt. Als ob! Nee. Siehst du das gleiche, was ich da gerade sehe? Nie und nimmer. Wow. Okay, geil. Mit einem Traktor. Warte mal eben. Lass mich mal wirklich ausrichten gerade. Nein! Alter, mit einem Traktor. Never. Und dann. LOL! Ist das geil? Ja, wow. Ist das geil? Wie jetzt? Ein Warride mit einem Traktor. LOL, aber oben ist eine Bremse. Hä? Du kleiner Wichser. Das, ja gut. Ist das? Aber wow. Man, ich hab das Standard-GTA-Problem. Welches? Lange Wartezeit? Ja, schönen schwarzen. Ja, moin. Wow. Also ich häng immer noch in der Leitplanke fest. Man muss da nach oben. Also. Oder du musst direkt drüber springen. Früher raus, meinst du, oder wie? Ja. Okay, warte. Hallo, ihr vergesst, dass es eine Träume ist. Nee, hab ich nicht vergessen. Juhu! Schuss, Aris! Ja, und einer muss ihn ja nehmen. Ich hab einen Punkt reinfällt. Ja, das hatte ich gerade auch gesehen, verdammt! Das ist jetzt interessant. Eine Spirale mit dem Fieldmaster, Alter, wer kommt auf so eine Idee, Digga? Finde ich gut. Ist mal was Neues, auf jeden Fall. Noch finde ich es gut. Ich würde sagen, noch. Heul ich ja wieder. Also, ich sage euch. Nein, sag's nicht! Nee. Doch. Hast du mal gesehen, wo der Punkt ist? Ja. Also, ich fahr richtig, würde ich sagen. Hä? Ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht, weil der Punkt ist auf einer Plattform, Leute. Ja. Ja, und zu der Plattform führt noch ein anderer Weg, falls ja, du. Ja, ja, aber ich glaube, ob das der richtige Weg ist oder das ein Cheatweg ist. Ja, aber. Ja. Nee, das ist ein Cheatweg mit Stoppschild. Hier ist sogar ein
Speed, damit man den Berg hochkommt. GG. Ja, das Problem ist, hier ist alles so ein Fahrzeug, Digga. Ja, ich weiß. Carnage. Wow! Ja, das ist es safe. Ich hab den nächsten Punkt. Ja, ich komm trotzdem nicht weiter. Hier ist alles zu. Das ist geil. Oh, jetzt komme ich weiter. Geil. Aber ich bin der Meinung, man hätte das auch regulär mit der Spirale schaffen können. Wahrscheinlich nicht gewollt, nein, aber ich hätte was gehabt. Du hast so krass den Speed verloren, Digga. So, aber wo ist die Auffahrt? Das ist der richtige... Da, wo wir uns rumtreiben. Guck mal, wo die drei blauen Punkte sind. Dahinter und da kommt ein Speed, damit du den Berg hochkommst. So, von der Seite meinst du? Ja, von hier der Straße. So, aber wo ist der nächste Punkt? Brillant, mein Freund, brillant. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Bremsen. Hilfe. So. Schau, Frau. Hauptsache, Stoppschild. Nimm einfach die andere Seite, da ist kein Stoppschild. Du hast da so ein nerviges Auto hinter dir. Maris, mein Freund, ich komme. Ey, nein. Ey, wow, ist der Traktor-Kerl behindert. Das ist nicht wahr. Traktor müde, Traktor muss schlafen. Ja, echt mal. Der kleine Traktor möchte ins Bettchen. Lol, jetzt muss man mit dem Traktor im Wasser fahren? Da ist eine Straße drin. Alter, cool. Ne, das kann. Doch, da ist eine Straße. Ah ja, in wirklich dem, geil. Sag ich doch. Wasserfall ist jetzt absolut eine Straße drin. Ist das geil? Hab ich doch gesagt. Heiligucker! Glaubt mir einfach, ich hab recht. Wow! Ich komm da nicht. Oh, hoch. Die Koka ist ganz unter Wasser. Aber warum. Ist das jetzt eigentlich eine Unterbodenwäsche, die wir bekommen, oder? Ja. Na, ihr. Warum zum Geier hab ich denn so lange Wartebildschirm heute? Was ist denn wieder los? Ich sag ja auch, ich hatte eben einmal einen langen Wartebildschirm, aber seitdem geht's zum Glück. Oh, okay, ich bin so auch nicht mehr. Ein fucking Trottel. Sind Sie eine Trottel? Ja, ist er. Interessant ist, dass ich Dritter bin. Envis, wo bist du? Gerade wieder auf dem Weg zum nächsten Punkt. Achso. Also, ja, die sind zufällig im Sport. Oh, jetzt fahren wir den neuen. Ja. Achtung, die Koka kommt recht vorbei. Ich auch. Oh, das ist legit. Profi! Oh, super. Oh, nein. Da sind Hindernisse. Ja, da sind Hindernisse drauf, Ares. Alter. Ja, moin, ihr habt da ja wieder den Spaß des Lebens. Da sind eiskalt Hindernisse auf dem Looping. Ein Obstacle, ich hab's ziemlich weit schon geschafft. Ja, ich auch. Ey. Ich bin genau oben in der Mitte abgefallen. Wir gucken uns das dann später an, ja? Jo. Ist so. Oh, finally, Alter. Ich hab die Hälfte überschritten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob was so, da unten kommt. Lass mich raten. Ah, da muss ich hin, okay. Nee, ich fall immer vom selben. Ich versuch das jetzt mein Ego. Nein! Trecker. Ey, schalt in Ego. Oh mein Gott, gib mir den Punkt jetzt. Fahr den in Ego. Oh, ich hab übrigens gerade geschafft, die Koka. Fahr den in Ego. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig geil in Ego. Möchtest du einen gleichen Tipp haben fürs Ende, Likoka? Weil sonst wirst du fluchen. Okay, ich fahr den jetzt in Ego. Ich sehe alles, was kommt. Oh lol, wo muss ich hin? Ah, nach unten. Okay. Ah, das ins Wasser. Geil, endlich krieg ich auch meine Unterbodenwäsche hier. Nice. Das Ende war böse, ich hab's zu spät gesehen. Lol, ich flieg immer am selben Dings ab. Ey, das ist cool. Das hast du echt geil verbaut. Das gefällt mir, echt. Ja, ja, ne? Ja, doch, das hat was. Echt. Das gibt Pluspunkte bei mir. Ehrlich. Ihr müsst den Looping auf jeden Fall in Ego fahren. Das macht richtig Bock. Yo! Ego! Aber ich fall trotzdem dauernd runter. Haha. Immer an derselben Stelle. Oh mein Gott. Und ich sauf hier ab. Nein, hier ist die Straße. Ich hab ihn jetzt nur einmal geschafft, das Ende ist böse von Wallrider, die Koka. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, Chapeau, mein Lieber. Geile Idee. Ich finde das echt klasse. Ja. Ich fall immer an derselben Stelle runter. Kleiner Funfact, sowas ähnliches wollte ich auch schon mal bauen. Ich war nur zu faul. Fahrt ihr denn jetzt alle schön in Ego? Ich bin noch nicht am Looping, ich bin noch hier auf diesem Wasserweg. So, jetzt Looping. Ego, hallo. Danke! Gerne! Ego ist so geil! Der Looping in Ego ist mega! Nein! Nein! Mussten wir alles sagen an Ares? Du bist eine Trottel! Fahr mal vor, bitte. Man dann über den Punkt? Wahrscheinlich, ja, weil das ein Troll ist und du von einer anderen Stelle dahin fahren musst. Safe, so. Das Ende ist böse nicht.
Also ich bin bis zu der Rampe, aber... Hä, du kannst doch nicht an der Rampe vorbeifahren. Du musst bremsen wahrscheinlich rechtzeitig. Aber ein Ego macht das schon Bock, der Looping. Nein, 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 nein. Als ob. Nein, Nikoka. Nikoka, nicht veranstaltet, synchron. Ey, du Arschkrampe. Oh, sehr schön, make my day. Du siehst ziemlich scheiße aus mit deinem Ganzkörperkondom. Aber ich habe jetzt zumindest ein Intro für meine Folge bekommen, Ares. Jo, so musstet. Schön, Nikoka und ich parallel am Wall Whitey oder an einem Looping. Oh. Nee. Warum seid ihr eigentlich schon am nächsten Punkt? Seid ihr schon wieder woanders lang gefahren? Nein. Wir fahren mit dir den Looping. Ich fahre ihn noch. Nein. Also, oder so streng genommen falle ich ihn noch. Okay, muss man also so machen. Okay. Ist das böse. Nikoka ist auf dem ersten Platz. Nein. Ah, so. Hast du Punkte? Also cheaten kann man den Punkt nicht. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Nee, hab ich also, das habe ich als erstes probiert. Aha, Envis. Aha. Es ist eine Trollmap. Ja, ja, ich würde sagen, ich habe mir auch eigentlich mal angeguckt. Ich habe aber auch geguckt. Jeder hat schon geguckt. Ja. Yeah. Weil wir wissen, Trolls bedeuten. Ich finde das Ende sehr böse. Ja, ist wirklich. Also muss halt richtig immer krass abbremsen. Hier in der Mitte ab, ja, das Mittelding, da, wenn man da viel lenkt, fliegt man runter. Ja, wenn man zu wenig lenkt, fährt man drüber. Aber du hast recht, in Ego ist es auch auf jeden Fall spielbar. Ja, einfacher, ja. Weil du siehst dann, wohin. Oh mein Gott. Ah! Oh, eins nein. Nicht erwischt und schon fliegst du ab. Kacke. So, jetzt machen wir auch nochmal. Dein Ernst? Janni, du brauchst nicht weinen. Die Map ist super. Da kann man jetzt echt nicht meckern. Nein, Nikoka, du Ratte! Du Ratte! Nee, ich bin nicht mehr Ego. Nikoka hat mir gerade das Ego versaut. Haha. Weil du sehen, wenn ich folge dem, wo sie ist, dann. Oh! Nein! Ich hab den Punkt! Du musst echt abbremsen ja, vor der Rampe. Ist das ja war ja klar. Ist ja irgendwie Logo. Ich hab den Punkt. Bist du rückwärts dann über die Rampe oder wie hast du das gemacht? Nein, vorwärts. Okay. Vorwärts, ich hab nur die ganze Zeit die Bremse gedrückt, damit ich halt nicht drüber fliege. Und dann bin ich gerade so mit dem Hinterreifen in den Punkt. Okay. Ja, ich bin da ja drüber geflogen, als ich abgebremst bin, das war das Problem. Oh nein, jetzt kommt ein Labyrinth. Geilomat! Aber denk dran, das ist eine Trollmap, das heißt. Nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Anime-Fan, Mann! Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Digga, mir wird's bald echt schlecht, ne? Und es liegt der echt nicht am Hallöchen. Es liegt eh nicht am. Es liegt einfach nicht am Looping, Alter. Digga! Ah, eigentlich ein anderes Fahrzeug. Wow. Hm. Hä? Okay, ein Verwandlungspunkt und dann kommt das Ziel. Ja, das heißt, es ist ein Verwandlungsrennen, Ares. Wieso sagt dein GTA mit Raketen? Keine Ahnung, das Verwandlungsrennen lässt sich GTA-Modus gar nicht einstellen. Deswegen. Das war ein Troll. Ja. Okay. Bist du schon alle Wege abgefahren, den Gucker? Ja, alle drei sind falsch. Deswegen stehe ich ja hier gerade und gucke wohin. Please! Müssen wir einfach außenrum fahren oder gibt es einen anderen Weg ins Labyrinth rein? Ich fahre jetzt mal hier oben. Hauptsache, ich schaffe diesen bekackten Looping nicht. Ich habe tatsächlich. Ist eigentlich relativ einfach. Probier es mal in Ego. Ego fand ich einfacher. Habe ich bis gerade gemacht. Oh, jetzt bin ich endlich mal wieder über diese Steigung hinaus. Jetzt gehe ich auf die Bremse, schalte um. Warum ist hier zum einen Urlaubsmobil? Alter, Brems! Nee! Die Frage ist. Nee! Wie geht's hier rein? Das ist nicht dein scheiß Ernst, Mann. Ich schätze, das Ziel ist innerhalb dieser Mauern. Ich fahr mal gucken, eben.
Okay. Die Frage ist, was hat er sich hierbei gedacht? Fuck! Aber allein schon Looping mit dem Fieldmaster, Alter. Das war schon eine geile Idee. Ja. Dafür hat er schon einen Bonuspunkt verdient. Saugeil, ehrlich. Über den Punkt drüber! Oh. Ja, meine, musst du ganz langsam fahren? Ja, bin also, ich. Gucker. Aber dann hat mich die Beschleunigung auf der Rampe erwischt. Jetzt hätte ich auch das Rennen beendet. Aber ob so gedacht ist, die Koker? Weiß nicht, hat funktioniert. Ja, moin. Also ich stehe jetzt auch vorm Ziel. Ja, ich gebe aber auf, dass du es kannst ja ist, nirgendwo so gedacht. Anders rein. Es sind ja nur diese drei Ausgänge, oh. Die drei Eingänge. Und nein, Alter! Ja. Wow! So, Freunde, bei mir gibt es jetzt auch einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die anderen meinen hier sind. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Vorzugsweise noch zu leben. Ich fahr mal, ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumfahren. Gucken, ob es noch einen anderen Eingang gibt. Ja. Ob es einen regulären Weg gibt. Ich guck dir dabei zu. Vielleicht würde ich vor allem mal gerne irgendwo oben drüber gehen. Mal gucken, ob da wirklich was drin ist oder ob da einfach nur eine Mauer ist. Naja, vom Thumbnail aus sah es ja aus wie ein Labyrinth. Aber die drei Eingänge, die da waren, waren ja zu. Alle drei falsch. Ey. So, Nico, deine Antwort. Ich möchte wissen, wie es gleich nochmal. Ob so gedacht war, ob es einen anderen Eingang gab oder. Aber wir können ja auf den. Ist das Mount Chiliad hier? Hochfahren? Guck mal da bitte. Da ist eine Rampe links. Oh, feine Idee, Alter. Kommt man da rein? Ja, ich sollte mal angucken. Ich muss hoffen, dass ich auch wieder das Ziel erreiche. Boah, ist das ein mieses Auto für solche Geländesachen. Ja, toll, jetzt bereue ich es. Ja, da geht's rein. Wo geht's rein? Testest du erstmal deine drei Eingänge aus, ob du einen Weg findest. Ja, ihr habt ja gesagt, da geht's nicht weiter. Auf der anderen Seite, wo dem quasi den geht eine Rampe in die Map rein. Auf der anderen Seite vom Labyrinth oder was? Ja, genau, bei der Militärbasis quasi. Es ist eine Troll Map, ne? Also weil die Koka hat nämlich so gemacht, die ist einfach unter der Map gefahren und hat den Punkt damit eingesammelt. Ich bin unter der Plattform lang gefahren und hab das Ziel bekommen. Aha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so gedacht war, weil wenn hier eine Rampe ist, würde ich sagen, es geht da rein. Soll ich das wissen? Gut, dann schauen wir doch mal, ob ich dorthin finde. Weil auf der anderen Seite, du musst einfach außen rum einmal fahren. Ich bin da ist auf jeden Fall ein Labyrinth drin. Ja. Hat man ja auch gesehen schon, also. Ja, aber jetzt landest du da drin und jetzt kommst du nirgendwo mehr. Hast du es gesehen? Ja. Jetzt kommst du wieder nirgendwo mehr hin. Oder ich bin jetzt direkt beim Ziel. Ach so. Die Frage ist. Ja, aber du hast es doch von oben gesehen. Du bist in einem geschlossenen Raum. Ja, ich wollte mal gucken, ob ich hier einen Eingang habe, aber ich traue mich nicht am Ziel vorbeizufahren. Ich habe Angst, dass ich das Ziel treffe. Wenn Ares hier reingesprungen ist, dann. Nee, das ist. Oder Endus, dann. Du hast es jetzt wahrscheinlich legit genommen. Da mit der Rampe springst du rüber und dann ist hier genau neben dem Ziel Ares. Aber ich will nicht reinfahren. Ich möchte mal gucken, ob es einen normalen Ausgang gab aus dem Labyrinth. Und das ist der Weg. Ich kann mir vorstellen, dass, aber dann hätte er ein bisschen. Dann wärst du direkt beim Ziel. Eigentlich müsste da ein. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, mein Problem ist jetzt gerade, ich bin auf der Military Base. Ja, du musst hier hinten rausfahren und dann. Ja, einmal komplett um Pudding fahren irgendwie. Hm. Interessant. Deswegen will unter der Plattform durchfahren, das war einfacher. Über die Brücke dann. Ich bin über die Brücke gefahren und dann rein in die Military. Ja, ich bin rechts rausgefahren über die Landstraße, den alten Taxiweg. Ja, das hätte ich ja auch machen sollen. Egal. Und wie sieht es bei Andrus aus? Ich schaffe eiskalt diesen Looping nicht. Ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Hallo, dunkler Reisender. Hi. Danke. Hi. Danke für deinen Gesang mal wieder. Und da haben wir aus dem Weg erklären müssen, fällt mir dies kurz hinterher ein. Was geschieht denn da draußen? Nun, ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Oder, Ares? Total. So, da kommt er. Wenn er weiterspringt, dann fahre ich vorbei. Ich probiere mal, durch das Labyrinth durchzukommen.
ob es einen Ausgang gab, weil ich habe von oben leider nicht so schnell sehen können. Oh mein Gott! So, ich gucke jetzt von oben bei Arus. Nein, ihr fallt in einen geschlossenen Raum. Ja, es kann ja sein, dass unten nur ein Loch irgendwo ist. Die gucke, das siehst du von oben nicht. So, Arus ist unten, das heißt, ja, man kommt am Ziel vorbei, okay. Endlich habe ich den Punkt. Glaube ich nicht, das ist so ja, das gewollt, dass man sich einen Ast absucht und dann die Rampe dahinter sieht. Ich suche gerade nochmal. Ne, da kommst du nicht durch hier, oder? Okay, weil man kann hier von unten unter die Plattform fahren. Wahrscheinlich hat Kuba die nur Zufall angesammelt. Man kann, wenn man da hier vorbeifährt, wenn man unter der Plattform nämlich lang fährt, pass mal auf. So. Dann kommst du nämlich an die Stelle, wo Luigi Kuba und ich eben unterwegs waren. Ja. Das Labyrinth ist ein Troll. Ja. Ja, ist es. Und auch. Hier, siehst du, Aris, hier waren die Kuba und ich eben drunter. Hier hat sie den Punkt eingesammelt. Ja, moin. Gut. Das heißt, Moment, ich will auch noch zum Ziel. Ich hab das Ziel gesehen. Gut, Leute, dann setzen wir an der Stelle kurz einen Cut und warten auf den lieben Andres. Bis gleich. So, Freunde, wir nähern uns am Ende der Folge. Erstmal die Bewertung. Auch immer geile Trolls. Ja, okay, Looping war kein Troll, das war einfach nur Spaß mit dem Fieldmaster. Ich gebe dir... Der irre witzig. Ja. 9 von 10 Punkten. 9 von 10, nicht schlecht. Mir hat richtig Spaß gemacht, die Map. Ligoka? Ich bin eher bei 8. Da bin Weil ich mich einfach auch die Tatsache, dass das mit dem Wasserfall übelst geil war. Auf jeden Fall. Das war mega. Und der Looping war auch nice. Oh ja. Zumindest wenn man auf die Idee gekommen ist, wie ich den Ego zu fahren, das hat richtig gebockt. Und mich würde interessieren, ist die Map-Beschreibung ein Troll schon? Weil da ist ja nichts. Da ist ja nichts mit Rakados. Ich hab mich Und schon bitte getrollt. Ehrlich antworten. Ja. So ist es. Und Andros, was sagst du zu der Map? 8 gebe ich. Ja, ich würde auch 8 Punkte geben. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich bin diesen blöden Looping zwar gefühlte Millionen Male, realistisch nicht, aber gefühlte Millionen Male gefahren, aber ich habe mich gut amüsiert. Es waren ein paar schöne Trolls drin. Ja. Ja. Das definitiv 8. Oh yeah. Gut, liebe Freunde, damit wären wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Spielt die Map selber, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie mein Milchreiter Anime-Fan. Und meiner das Arislein. Oh yeah, nack nack. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.